Super. Also ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Vielleicht kriegen wir es in 10 Minuten durch auch. Ja. 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann lass uns losstarten. Cool. Passt. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Case. Wir sind hier mit Hannes von OVOS Learning Solution, basiert in Österreich. Und du bist jetzt Kunde seit letzten Jahr mit Comics, Mitte 2018 zum Herbst hin gestartet. Und Richtig. lass uns vielleicht einfach vom Anfang starten. Wie sah es bei euch aus, bevor ihr mit Comics gearbeitet habt? Und welche Art von Job habt ihr probiert zu lösen im Bereich Sales? Was für Probleme habt ihr da gesehen? Und wie habt ihr die damals gelöst, bevor Comics in euer Leben getreten ist? Ja, wir haben das Problem bei uns erkannt, dass wir vielleicht ganz vorher, ich habe es witzig gefunden, dass ihr uns über euer Produkt gefunden habt. Deswegen, das hat mich eigentlich überzeugt, dass wir gemeinsam es versucht haben. Wir haben bei uns erkannt, dass wir unser Produkt gerne mehreren Unternehmen anbieten möchten, die wir noch gar nicht kennen, wo wir noch gar nicht wissen, wo es gibt, wo sind diese Unternehmen, wer sind diese Unternehmen. Und haben uns dann gut vorstellen können, dass wenn euer Produkt uns schon gefunden hat als Kunden, wir auch mit eurem Produkt Kunden für unser Produkt finden. Und dann sind wir an den Start gegangen, genau. Das heißt, was bei uns das Problem war, ist einerseits die Ressourcen. Wir hatten einfach niemanden, der den ganzen Tag telefonieren konnte. Und im Internet recherchiert. Wir wollten auch keine Adressen kaufen und waren dabei, nicht nur in Österreich, wo wir gestartet sind, sondern im deutschsprachigen Raum, das heißt Schweiz und Dachraum und Deutschland tätig zu werden. Und haben relativ rasch erkannt, eigentlich nach 2 Monaten, dass es, und ich habe dann auch gemerkt, dass es ganz gut anläuft, dass wir da ganz gut qualifizierte, und um das ging es uns auch. Das heißt, mit eigentlich einem Minimum an Aufwand qualifizierte Kontakte zu bekommen, oder Leads in dem Fall im ersten. Ich war in dem Bereich auch in so einer Art Und das hat uns sehr geholfen. Einerseits hat es natürlich Zeit gespart. Bitte? Entschuldigung. Es hat uns Zeit gespart. Beim Pre-Sales eigentlich, oder? Du musst nicht so viel herumtelefonieren, du kriegst relativ, also wenn die Personen zurückantworten, dass sie interessiert sind, dann bist du eigentlich schon sehr weit gegangen und machst ein Gespräch und ein Webmeeting und idealerweise kommst du natürlich sofort zum Abschluss, wenn es bei denen auch passt. Aber deswegen haben wir ja auch verlängert dann jetzt im Dezember, oder? Weil wir gesehen haben, dass wir da sehr gute qualifizierte Leads für uns reinbekommen. Das sind 1 bis 4 pro Tag, was spitze ist, für das, dass wir keinen Aufwand haben, die wir sofort bearbeiten und auch ganz gut als Kunden qualifizieren können. Cool. Genau. Das ist immer eine Frage, die wir stellen. Ihr wart ja da auf jeden Fall auch in einer Start-up-Situation. Was war bei euch der entscheidende Punkt, wo ihr gesagt habt, let's work with Comics? Also was hat da den entscheidenden Trigger gebracht, zu sagen, jetzt starten wir? Der entscheidende Punkt, bevor wir es versucht haben, bevor wir den Piloten gemacht haben, war der entscheidende Punkt eigentlich, dass ich schon eingangs erwähnt habe, dass ihr uns über euer Tool gefunden habt. Das hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich mit euch einmal rede. Und nach den Gesprächen, die wir hatten, hatte ich das Gefühl, ihr wisst, wovon ihr redet, weil ihr selber schon sehr viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht habt und da ein Tool entwickelt habt, das gut funktioniert. Das heißt, mein entscheidender Punkt war nach 1, 2 Gesprächen, die wir geführt hatten, wo ihr genau erklärt habt, wie das funktioniert und ablaufen wird und was passieren wird und dass ihr uns an die Hand nehmt und mit uns eine Art Onboarding, und das ist ja dann auch passiert, oder? Dass ihr euch regelmäßig mit uns gemeinsam hingesetzt habt und gesagt habt, das sind die nächsten Schritte, das sind jetzt die nächsten Schritte und auch wie immer überprüft haben und das System eigentlich gemeinsam so hinkonfiguriert haben und ja auch immer noch machen. Das ist das, was mich dann überzeugt hat. Also ihr verkauft nicht nur eine Softwarelösung, sondern ja auch eure Erfahrung mit. Deswegen war das für uns sehr spannend. Oh ja, cool. Genau. Wie würdest du so die Zusammenarbeit beschreiben? So Chris macht bei uns ja das Customer Success Team. Ihr seid regelmäßig mit uns in Kontakt. Was ist da der Bereich,
der euch den meisten Wert bringt, den meisten Value bringt? Die Unterstützung, die laufende, also wir kriegen ja Reports von euch, nicht nur in der Software, sondern ihr gebt uns immer wieder Feedback. Wenn wir Fragen haben, ist innerhalb kürzester Zeit auch eine Lösung da, also eine Antwort mit einem Lösungsvorschlag da. Das ist halt, mehr brauchen wir nicht. Das ist eigentlich das, was wir brauchen und uns auch sehr, sehr hilft, immer wieder. Genau. Cool, okay. Lass uns ein bisschen über Resultate sprechen. Du hast gerade schon erwähnt, ihr kriegt auf jeden Fall täglich Kontakte, die ihr dann auch abarbeiten könnt. Ja. Was sind so die Resultate, die ihr durch die Arbeit mit uns erreicht habt? Und wie würdest du die Transformation beschreiben, also von vorher zu jetzt? Von vorher zu jetzt? Wir haben jetzt zwei neue Mitarbeiter, die einerseits das, was da reinkommt, auch bearbeiten und sich darum kümmern, dass diese Leads professionellst bearbeitet werden. Das war bisher immer sehr stark auch Thema der Geschäftsführung, eh klar bei uns zu Beginn. Das heißt, da haben wir oder sind wir gerade dabei, ein Team aufzubauen, die dann sofort diese Leads, die reinkommen, bearbeiten und versuchen zu konvertieren in einen Kontakt und dass das ein Kunde wird und wir ein Angebot daraus bringen und hier ganz starken, strukturierten Verkauf bei uns aufziehen. Genau, das ist jetzt das, was passiert ist. Also das war eigentlich unser Start in eine professionelle Richtung mit euch, im letzten Jahr das zu versuchen und jetzt professionell auch umzusetzen. Cool, das heißt, genau. Von letztes Jahr September, Pilotstart bis heute sind 5 Monate, gell? Ja, richtig. Ja. Was würdest du sagen, sind noch weitere Resultate so im numerischen Bereich? Also hast du Erfahrungen gemacht in Leads generated per month on average? Hast du Ideen zu Pipeline, Value Builded? Habt ihr da Zahlen, die ihr teilen könntet? Zahlen, die wir sagen können. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist pro Tag rein. Daraus ergeben sich 1 bis 2 Gespräche. Wie viel daraus Kunden werden, ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht darstellbar. Daran arbeiten wir. Das heißt, wir haben schon unsere Reports. Aber bei uns ist es so, dass ein Kunde durchschnittlich, wenn es schön ist, 3 Monate, eigentlich ist es eher so 6 Monate braucht, bis wir ihn tatsächlich haben. Das heißt, dafür ist der Zeitraum jetzt noch zu kurz, um da eine aussagekräftige Zahl zu nennen. Cool, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir eine sehr gute Quote haben werden. Cool. Deswegen haben wir es ja jetzt auch verlängert um ein weiteres Jahr. Ja, cool, super. Was würdest du sagen für dich persönlich? Welche Bereiche im Geschäft haben sich verbessert und für dich persönlich auch? Womit bist du jetzt gerade eher beschäftigt als vorher? Ja, also natürlich ist es eine Erleichterung irgendwo, wenn man weiß, man bekommt, ohne dass aktiv hier bei uns jemand etwas tun muss, 1 bis 4 Leads jeden Tag rein. Das heißt, die Software unterstützt uns dabei, Leads zu generieren, die man sonst telefonisch mit vielleicht Anzeigen kaufen und durchtelefonieren. Die hilft uns dabei, eigentlich Zeit zu sparen, idealerweise in Zukunft vielleicht noch mehr, da müssen wir dann später noch reden. Genau. Also Zeit uns zu sparen im Pre-Sales, um schneller einen Kunden zu qualifizieren. Ja. Ja. Das ist unser Ziel. Wir haben jetzt ja insgesamt darüber gesprochen, dass auf jeden Fall jetzt Resultate da sind. Und die Frage ist immer, die wir stellen natürlich, wie wahrscheinlich würdest du uns weiterempfehlen? Und warum sollte jemand, der jetzt zum Beispiel unsere Tester sieht, sagen, ja, ich arbeite jetzt mit Comex? Ich habe euch schon weiterempfohlen. Die Frage, glaube ich, lässt sich leicht beantworten. Also ich empfehle euch weiter, wenn ich das Gefühl habe, dass es für jemanden passt. Und ich würde es natürlich jedem empfehlen, der das auszuprobieren, weil ein Pilot überschaubar von den Kosten ist und man relativ rasch auch für sich beurteilen kann,
wie viel Sinn es macht, beziehungsweise gemeinsam in der Arbeit mit euch den Prozess zu gehen, den ersten Schritt. Der war auch für uns extrem wichtig, weil wir die ersten Schritte und die ersten Maßnahmen auch gesetzt haben, in eine Richtung professioneller hier zu werden. Von dem her kann ich das eigentlich jedem empfehlen, der für den es Sinn macht, dass jemand, und ich glaube, das ist jeder, der einen Dienstleister oder ein Produkt verkauft, dass man hier laufend Leads reinbekommt, automatisiert. Deswegen kann ich es weiterempfehlen. Ich habe erstens jemanden schon an euch weiterempfohlen, der hat sich dann gemeldet, was ich weiß, und werde das auch weiterhin tun, wenn ich das Gefühl habe, dass das passt bei den Unternehmen. Und jeder, der mehr verkaufen möchte, sollte es ausprobieren. Wäre schade, nicht zu tun, wenn man sich die Chance nicht, wenn man die Chance nicht nutzt. Genau. Cool, danke dir. Wir wissen natürlich bei gerade längeren Deal-Cycles, es ist schwierig, direkt den ROI festzustellen, weil manche Deals noch auf sich warten lassen, aber man weiß ja auf jeden Fall was über die Pipeline. Hast du mal ausgerechnet, wie viel Aufwand bzw. Personalkosten ihr haben würdet, wenn ihr die gleiche Pipeline-Größe ohne Comics erstellen müsstet? Was müsstet ihr dann tun? Ja, also bei uns einen sehr guten Deal, den wir gemeinsam vereinbart haben, bin ich definitiv unter den Kosten, die ich dafür aufnehmen müsste, wenn ich das im Personal umsetzen würde. Das kann ich schon sagen. Ja. Cool. Also es zahlt sich für uns aus, ja, auf jeden Fall. Wir sind günstiger, als würden wir es anders machen. Ja. Ja. Sehr gut. Ich habe dann erstmal keine Fragen mehr. Ja, das ist super. Vielen Dank fürs Feedback auch, Hannes. Bitte, gerne. Lass uns schauen, dass wir dieses Jahr dann so weiter gestalten, wie wir es bisher gemacht haben. Unbedingt. Genau. Rock on, ja. Win-win, oder? Genau, so ist das. Sehr gut. Super.